Jedes Mal, wenn du trinkst, lässt du den Countdown neu starten, der runterzählt, bis du wegen Dehydrierung stirbst. Deswegen trinke ich den ganzen Tag, um die Zeit anzuhalten. Mit Gerhard. Liebe Leute, herzlich willkommen an diesem wundervollen Tag. Scheint, dass ihr mal wieder nichts Besseres zu tun habt. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann folgendes: Horrorgames sind wie Hunde. Wenn du denkst, die wollen nur spielen, beißen sie dich. Saftig, knaffig, Bruder. Boah, Alter. Ich sehe heute echt fit aus, ne? Als wäre ich gerade aufgestanden. Nach 30 Jahren. Aus einer Plastiktüte. Die im Fluss rumschwamm. Dehydrierung. Apropos die ganz normalen Probleme des Alltags, kommen wir heute zu einem Horrorgame, was ihr mir schon seit Monaten liebevoll in die Kommentare spammt, ihr Brummer. It's not me, it's my basement. Ich war's nicht, es ist mein Keller. Ah ja. Klingt wie die bescheuertste Ausrede, warum wir mal wieder keine Hausaufgaben erledigt haben. Aber es ist auch ein Horrorgame und zwar im RPG-Maker-Style, also mal ein bisschen was anderes. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, weil, ja, es soll sehr interessant sein, eine coole Story haben und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist genau mein Kaliber. Worüber ich mich auch auf jeden Fall freuen würde, ist, wenn ihr dem Video bitte einen Daumen nach oben da lassen würdet. Das hilft mir ungemein, dass das Video auch anderen Leuten vorgeschlagen wird, die vielleicht Bock haben auf das Ding. Also, hilft mir, ist kostenlos, geht super schnell. Vielen lieben Dank. So, dann wollen wir mal. Wir liegen noch voll im Bett rum, Alter. Sie muss YouTuberin sein. Oh, wow. Sieht auch aus wie ein ganz übler LSD-Trip. Embry. Es ist morgen. Ich muss Frühstück machen. Alright, wir sind noch ein Kind. Was haben wir hier? Boah, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Ich habe sowas ewig nicht gespielt. Ach so, das ist vom Fenster, glaube ich. Hier haben wir eine Menge Spielzeug. Altes Zugset. Damit habe ich mal gespielt. Wahrscheinlich, als sie noch kleiner war. Okay, sie muss sich jetzt also schon um sich selber kümmern, ja? Alle Annehmlichkeiten der Erwachsenenverantwortlichkeit werden hier schon aufgetischt. Da gibt es noch einiges zu lernen. Mom and Dad's Room, also das Elternschlafzimmer. Der sagt gar nichts und geht nicht rein. Vielleicht hört sie ein bisschen eine Partie Bunga Bunga von drin, aber wir wollen nicht weiter fragen. Das Badezimmer. Ich muss da nicht rein. Du bist gerade aufgestanden, Alter. Da pinkeln normale Menschen. Die mussten Geist sein, es geht gar nicht anders. Oh, hier können wir runter. Wer hat diese Blumen hier mit in den Weg gestellt? Diese Pflanzen sind Plastik. Wie die Brüste eurer Freundinnen. Wenn sie das nicht wäre, wäre sie jetzt schon tot. Alles klar. Verstehe. wir haben sehr viel gemeinsam, ne? Nothing I need from this drawer. Okay, da brauche ich nichts. Was haben wir hier? Die Küche? Das sieht so aus. Oh, das ist ja sehr gemütlich. Ich musste mal wieder abstauben. Vielleicht sollte ich auch kein Silvesterfeuerwerk hier zünden. Sie hat was von Frühstück gesagt, aber schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Was soll ich machen? Look at drawing. Was ist hier gezeichnet? Okay, ich und wahrscheinlich meine Eltern. Ego. Keine Ahnung. Das ist da schon für immer dran. Das muss sie gemalt haben, als sie noch ganz klein war. Mom und Dad haben mir gesagt, dass ich eine großartige Künstlerin bin. Achso, ich sollte das unterschreiben unten. EGO. Also Embry. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Was haben wir denn für ein Datum hier? Der 3. des Monats. Okay, alles klar. Können wir noch irgendwo hin hier? Oh, ist das der Basement? Ich kann die Tür noch nicht öffnen. Sieht auch nicht so aus, als würde ich das jemals öffnen wollen. Ich muss Frühstück machen zuerst. Oh, muss ich da drin was füttern, Alter? Hier kann ich auch noch raus. Warte mal, ich gucke mich erstmal hier um. Das ist der Fernseher. Das ist ja geil, Alter. Das ist wie Fernsehgucken auf dem Game Boy Color oder so. Dad hat mir das aufgebaut, so dass ich mir Videokassetten ansehen kann. On the day we were stuck inside. Am Tag, als wir hier quasi gefangen sind. Im Haus? Aber er ist nicht mehr da. Okay, was? Sie hat Probleme damit, ihr Tape zurückzuspulen. Ich habe Angst, dass das irgendwie kaputt geht. Okay, das muss ich dann erledigen. Sie malt gern, während sie Fernsehen guckt. Vielleicht kann sie das eines Tages wieder machen. Okay, lass uns mal hier lang gehen. Oh, vielleicht sollten wir doch erst Frühstück machen. Das scheint ihr irgendwie sehr, ich sag mal, dringend zu sein, weil sie so, ich sag mal, ziemlich scared aussieht. Okay, was haben wir denn im Ofen? Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich das nicht benutzen soll, wenn sie... Außer sie ist da. Aber sie sind nicht mehr da, oder? Sie geht zumindest nicht ins Schlafzimmer. Was haben wir hier im Brotkasten? Haben wir immer noch Brot? Ja, gerade so genug. Zwei Scheiben. You got bread. Können wir das irgendwie erwärmen? Scheinbar nicht. Wir machen was drauf, oder? Okay, was ist im Kühlschrank? Boah, ich weiß nicht. Irgendwie feiere ich das gerade. Obwohl es so komplett irgendwie einen anderen Stil hat, als was wir sonst so machen. Aber das, was wichtig ist, ist ja immer irgendwie die Geschichte. Wir haben ein Round. Ah, okay, sie macht irgendwie so Jelly drauf. Okay, verstehe.
Ich hoffe, sie hat es jetzt fertig gemacht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Okay, gucken wir mal. Ich muss erst Frühstück machen. Ja gut, ich habe jetzt Brot und ein Glas Marmelade. Wie erledige ich diese Angelegenheit jetzt hier am besten? I don't know. Okay, das ist schmutziges Geschirr, das stapelt sich hier. Nichts, was ich hier brauche, nichts, was ich da brauche. Oh, was haben wir noch? Peanut Butter. Ah, Peanut Butter Jelly Sandwich. Okay, ich habe die wichtigste Zutat vergessen. Das Monster in meinem Keller ist natürlich ein Feinschmecker. Ist klar. Ja, wenn es keine Eltern kriegt, dann auf jeden Fall Peanut Butter Jelly Sandwich. Gut, das ist alles, was ich brauche. Ich kann nur ein Sandwich machen, aber das muss ausreichen. Gut, ich hoffe, sie hat's jetzt. Sie macht's gerade. Gut. Okay, meine Einkäufe vermindern sich. Ich muss eine Liste machen, dann zum Supermarkt gehen. Aber ich muss sie erst füttern. Sie. Es sind mehrere. Da. Oder habe ich meine Eltern eingesperrt? Ich kranke Sau. Warum haben sie meine Hausaufgaben gefressen? Haben sie mir meinen Nintendo Switch weggenommen? Was haben sie gemacht? Okay. Es ist Frühstückszeit. Okay. Aber teilt euch das. Oh, Alter. Was zum... Sie sind alle gefüttert. Okay, ich muss eine Einkaufsliste schreiben, bevor ich das vergesse. Damn, ey. Ich hab's aufgeschrieben. Wir gehen jetzt heute zum Markt. Gut, dann sollte ich vielleicht mal einen Weg irgendwie hinausfinden oder so. Wahrscheinlich führt mich das hierher. Mal schauen. Was ist... Oh, Alter, ich kann wirklich raus? Okay, ich muss erst Einkäufe erledigen. Jo, hab ich mein Geld und mein Stuff? Uff! Oh no, Alter. Ich kann nur von Ecke zu Ecke gehen. Der hat ein bisschen Wegfindungsstörung. Oh, irgendwas, vor allem durch so einen dunklen Wald hier. Okay, hier sind wir. Ah, ist kein Supermarkt, ist wirklich ein Marktplatz. Sie hofft, Miss Baylor hat alles, was sie braucht. Jo, wer ist das? Also ich brauche auf jeden Fall irgendwie Brot, oder? Du kannst auch nicht von hinten anreden. Mr. Wilson! Ah, Embry! Schön, dich zu sehen. Hi, Mr. Wilson. Haben Sie ein bisschen Brot? Nun, ich bin ein Brotverkaufsstand, also was glaubst du? Was möchtest du? Ja, irgendwas. Pff, die Allesfresserin, Alter. Gut, das so Feinschmecker sind die Monster im Keller dann wohl doch nicht. Sauerteig geht aufs Haus. Ja, perfekt. Danke dir. Wie geht's dir so? Wie geht's den Leuten? Ja, gut. Haben immer Hunger, you know. Rülpsen sich da durch die Verschläge. Okay. My kid's back in town. Okay, seine Kinder kommen zurück. Vielleicht kann ich dir im Haus irgendwie was helfen. Vielleicht dir mehr Brot vorbeibringen. Oh. Nee, ist okay. Mom und Dad sagen, dass sie niemanden gerade empfangen wollen. Sie sind irgendwie embarrassed, so peinlich berührt, ich weiß nicht. Ja, okay, aber sag ihnen, dass ich ihnen das angeboten habe. Vielleicht wollen sie es irgendwann. Ja, sag ich ihnen. Danke, Mr. Wilson. Okay, was ist das? Milch und Butter und sowas. Und hier gibt's Honig? Hier müsste es doch eigentlich Jelly geben. Weil so Blumen brauche ich jetzt nicht. Okay, Embry, du bist zurück. Guten Morgen. Eyo. Hast du ein Jelly oder Jam oder so? Normalerweise bitte ich die Leute, bitte zu sagen. Aber du bist was Besonderes. Also, ja, wo war ich stehen geblieben? Das ist die dritte Woche, in der du mit diesen Klamotten kommst. Ich mag das Outfit. Weißt du, wenn deine Mutter und dein Vater vielleicht Hilfe brauchen mit der Wäsche, könnte ich euch das anbieten. Glaubst du, ich stinke? Nein, natürlich nicht. Ich, wollte es einfach bloß wissen. Sie sind bald wieder da, wenn sie ihre Krankheit durchgestanden haben. Oh. Okay, sie tischt den All irgendwie eine Lüge auf und so langsam sickert's aber durch, dass da nicht alles fit ist in dem Haus. Okay, ich hoffe, ihnen geht's bald wieder gut. Ja, ich auch. Gut, kann ich hier eigentlich weiter oder... Nee, das war's. Das ist vielleicht noch ein bisschen irgendwie Fleisch oder so? Ah, der Fleischmann hat wieder nichts. Schon das dritte Mal, dass sie vorbeikommt, dass er irgendwie ausverkauft ist. Wenn er irgendwas übrig hätte, würde er es mir geben. Okay. Das war eigentlich jetzt ihr Goal, wo sie rein ist. Sie hofft, dass sie diesmal was bekommt. Du hast wirklich gar nichts? Nee, ich habe alles verkauft. Ich muss Leute füttern, weißt du? Ja, sie auch offensichtlich. Okay, ich verspreche dir. Das nächste Mal spare ich was für dich auf. Und das kannst du bekommen. Okay. Das ist, wofür ich eigentlich hergekommen bin.
Warte mal. Nee, ich kann nach Hause gehen. Ich hab alles. Hat sie wirklich alles oder war Brotjelly? Ich weiß nicht, was das hier ist. Die sind Bienen, also Honig wahrscheinlich. Hm. Ich mag Honig, aber das ist zu klebrig. Okay, gut. Hier Butter oder irgendwas? Milch und sowas? Okay, braucht sie nicht. Gut, dann geht sie mal wieder nach Hause. Oh, werde ich jetzt im Wald irgendwie was sehen? Oh, nee. Wow, ich werde instant nach Hause gebeamt, Alter. Scotty, vielen lieben Dank. Okay, es ist alles verstaut. Es wird schon wieder dunkel. Wie lange hast du für den Einkauf gebraucht, Alter? Ich muss ihnen Abendbrot machen, bevor es zu dunkel ist. Ja, dann fresse die wieder den Kit aus der Tür. Alright. Sie macht das Sandwich, diesmal vollautomatisch. Ja, wir haben das nämlich gelernt. Ich hoffe, sie sind nicht zu hungrig nach diesem Morgen. Sie essen irgendwie immer mehr als sonst. Ich habe nicht so viel Essen. Ich kann nicht so viel vom Markt mitbringen. Ja, die haben scheinbar aber nichts. Oder die Frage ist ja auch, wo sie das Geld dafür her hat. Irgendwann fragen sich die Leute, wo das alles hinkommt. Vielleicht kauft sie unglaublich viel. Aber ich meine, das sollte doch die Händler eher freuen. Sie essen so viel. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Bitch, du hast gesagt, du hoffst, dass ein Sandwich reicht. Come on. Was isst denn ihr sonst so? Ein Teelöffel Haferflocken oder was? Okay, Dinner's ready. Let's see. Mal gucken, ob ich die befriedigen kann. Hey, Dinnerzeit. Dinnerzeit! Oh, ey. Ich frag mich, ob sie das runterschmeißt da oder so. Ich bin müde, ich sollte ins Bett gehen. Oh, wow. Die hat einen strukturierten Tagesablauf. Ich meine, gibt nicht viel zu tun. Irgendwas wird jetzt in der Nacht passieren. Ey, gefällt mir irgendwie gar nicht. Kein Kommentar. Schlafen wir erstmal eine Nacht drüber über alles, was wir heute erlebt haben. Oh, sie träumt, glaube ich. Die Mutter sagt, siehst du, wie einfach das ist? Pflanzt mit ihr Blumen? Sie wachsen so schnell. Ich dachte, wir müssen da für immer drauf warten. Es ist so einfach für eine Blume unter den richtigen Bedingungen zu wachsen. Aber du musst vorsichtig sein. Es ist halt genauso einfach für eine Blume zu blühen, wie zu welken. Du musst ein konstantes Auge auf die Dinge haben. Du musst dich erinnern, dass du dich um die kleinen Dinge kümmern musst. Weil ohne dieses Kümmern wird dein Garten, ja, oh Gott, zerstört werden. Holy shit. Ich hab was gehört. They're banging on the door. Die haben das eine Weile nicht gemacht. Ich sollte danach sehen, oder? Okay, jetzt wird's langsam gruselig, ey. Damn. Ich bin froh, dass ihr mir das vorgeschlagen habt. Das ist irgendwie cool. Die rasseln. Sie sind hungrig. Aber was soll ich denn da tun? Ich habe ihnen Dinner gegeben. Ich muss ein bisschen mit dem Essen sparen, aber wenn sie hungrig sind, sie werden vielleicht... Oh, ich kann mich jetzt entscheiden. Sie hat Angst vor den Konsequenzen, was passiert, wenn... Shit! Sollte ich denen Essen geben? Oh, das wäre was Gutes für einen Livestream. Damn, ich glaube, ich gehe ins Bett. Nee. Ich habe sie schon gefüttert. Sie können warten bis am nächsten Morgen. Ja, erzieh sie. Erzieh die Monster im Keller. Wie ich bei diesem Gerammel schlafen kann, wird mein Geheimnis bleiben, aber in Ordnung. Das wird schlimme Konsequenzen haben. Ihr wisst es. Aber so oder so wird das wahrscheinlich unvermeidlich sein. Okay, making lists like mom used to do. Ich muss Listen machen von den Dingen, die ich zu tun habe. Aber erstmal kümmere ich mich ums Frühstück. Ich hoffe, die Tür ist jetzt nicht auf. Ich muss da kurz nachgucken. Nee, ist alles scheint normal zu sein, aber... Frühstück, was kann ich tun? Ja, du hast zwei Dinge vom Markt gekauft. Die Auswahl ist jetzt nicht riesig. Ja, was auch immer da ist. Brot von gestern und halt Jelly. Haben wir immer noch Butter und so? Alter, ich war mit dir bei der Milchmädchenfrau. Hallo? Okay. Ja, du wirst es wissen. Kannst auch mal Gulasch kochen oder sowas. Aber nee. Look in the fridge. Yeah. Butter, Fritem. Yeah, let's go. Hallo? Beklagt sie sich jetzt, dass sie keine Butter hat? Alter, der ist nicht zu helfen. Breakfast is ready again. Aber irgendwas muss ich hier noch erledigen. Was war das nochmal? Ja, vielleicht abwaschen oder so?
Ich weiß es nicht. Look at the drawing. Ja, da sagt die bestimmt wieder genau das Gleiche. Aber das Spiel ist bestimmt nicht so, dass sie ihre Eltern irgendwie im Keller hat, oder? Das will dich das Ding nur glauben lassen. Bin mir nicht sicher. Ich kann hier nirgendwo was rausholen. Es muss ja der 4. im Monat sein, richtig? Warte mal, das muss ich jetzt geändert haben. Ah! Ist der 4. des Monats. Ich habe es vergessen aufzuschreiben. Macht sie eine Strichliste? Guck mal, das setzt sich weiter fort. Was tut sie jetzt? Today marks 4 months. 4 Monate, seitdem das passiert ist. 4 Monate, seit die Monster erschienen sind. 4 Monate, seit ich so lebe. 4 Monate, dass ich sie füttern muss. Dass sie mich nicht essen. Die haben sie gegessen. Ach du Scheiße. Okay. Also haben wir da quasi schon die Antwort. Ich muss hier bleiben und mich um die Dinge kümmern. Kannst du nicht weglaufen oder so? Wie hat sie die denn in den Keller bekommen? Ich muss das Haus sauber halten, so gut ich kann. Ja, um den Anschein zu erwecken, dass alles okay wäre, aber wohin führt dich das dann im Endeffekt? Die Fenster putzen. Ah, das Haus wird... Ja, ja, okay, damit sie sich halt wohlfühlt, aber es ist halt auch bloß so ein bisschen Escapism, ne? Dieses Geräusch. Dieses Geräusch, als ob sie gegessen worden sind. Vielleicht ist es auch nicht passiert. Oh, sie glaubt das nur. Das wird alles ganz anders, denke ich mal, als uns das Spiel jetzt weismachen will. Ich muss hier bleiben, falls sie zurückkommen. Das ist sehr verwirrend. Ja, das verstehe ich. Okay, okay, jetzt kann ich das alles nachvollziehen. Take it day by day. Ich meine, es funktioniert halt alles auch irgendwie, ne? Alles wird okay sein, alles wird gut gehen. Wirklich? Es gibt nicht viel zu tun hier zu Hause ohne Mom und Dad. Ich lese viel, sehr viel sogar. Ich wünschte, ich könnte wie diese Kinder in den Büchern sein, dann, was passiert? Die Tür? Aber das ist nicht ihre normale Fütterungszeit. Warte mal, habe ich denen jetzt das Sandwich gegeben? Embry? Oh Gott, das kommt von Mutter? What the... Bist du da? Ach du Scheiße. Mom? Embry, es ist okay. Mom? Du musst nicht so Angst haben. Es ist jetzt alles gut. Du kannst die Tür öffnen. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bleib ruhig. Ich bin ein bisschen verhalten. Embry, ich weiß, dass du da bist. Möchtest du deine Mutter nicht wiedersehen? Ich hab dich so vermisst. Du musst dich sehr einsam fühlen ohne uns. Bitte öffne die Tür. Du bist nicht meine Mutter. Och, du... Alright, Kind, das ist nicht mehr lustig. Öffne die Tür, bevor ich sauer werde. Stay silent. Ich weiß, du bist da, Embers. Öffne die Tür. Mein Dad redet so nicht mit mir. Sind sie fertig? Lass mich raus. Ich bin müde davon. Warum hörst du dich an wie... Ich hasse das. Und du hast das auch, oder? Also warum tun wir das? Das heißt, sie selbst spricht jetzt aus dem Keller zu sich quasi mit ihrer Stimme. Öffne die Tür. Monster. Das ist so, wie du uns nennst, richtig? Das ist, warum du die Tür nicht öffnest. Warum sagst du sowas zu uns? Warum behandelst du uns so? Hast du uns so? Wovon redest du? Du redest Quatsch. Was möchtest du? Ich füttere euch. Ist das nicht genug? Was möchtest du von mir? Ich möchte raus. Ich möchte raus. Alter, ey. Das ist übelst sick. Jo, so kann man halt auch eine sehr coole Story um diese Angst vor der Kellertür spinnen. Das ist übelst geil. Ich brauche frische Luft, Embry. Nee, das hat sie jetzt zu sich selber gesagt, ne? Es war schwierig zu fassen. Okay, sie geht eine Runde spazieren. Die Schaukel ist hier kaputt, sehe ich gerade. Ich habe sie niemals reden hören. Ich wusste nicht mal, dass sie das könnten. Ich glaube, sie werden schlauer.
Also, ich meine, wer reden kann, kann auch eine Kellertür öffnen. Früher oder später. Da sind vielleicht ein paar Tools unten. Ich meine, was soll ich dann tun? Soll ich sie einfach verhungern lassen? Nee, was sag ich denn da? Wenn ich sie hungern lasse, ist das Einzige, was sie zu essen haben, mich. Das ist halt ihre große Angst. Aber wenn ich sie füttere, wie es jetzt läuft... Nee, das ist auch nicht okay. Ich muss irgendwas rausfinden. Ich muss was anderes machen. Und ich werde sie füttern, solange ich das noch nicht hab. Wo ich gerade beim Füttern wäre, es ist Dinnerzeit. Ich sollte mal wieder reingehen. Es gibt bestimmt in dem Game noch einige Secrets. Ich weiß gar nicht, was diese Tür ist. Hm, da brauche ich jetzt noch nicht reingehen. Okay. Das Spiel geht, by the way, eine ganze Weile. Also so ein Stündchen bestimmt. Ich werde das alles nicht in einer Folge machen. Okay, ich hoffe, sie versuchen es nicht nochmal wie vorhin. Ja, let's see. Wenn sie den ganzen Tag Jelly Sandwich bekommen, da würde ich auch anfangen, mit diversen Stimmen zu meiner Fütterin zu sprechen. Aber was weiß ich schon. Es muss doch hier irgendwas sein. Käserad? Was? Das ist schwer. Vielleicht schimmelt das schon. Ich meine, manche Leute mögen Schimmel auf ihrem Käse. Ja, aber nur absichtlich ein Schimmel. Okay, ja, versucht das mal. Haben wir sonst noch was hier? Nee, nichts. Okay, let's go. Ich hoffe, ich habe das gemacht. Sie sind ruhig. Okay, ich werd nichts von Dinnerzeit sagen. Ich werf das einfach runter. Oh! Sie reagieren. Sie sind gefüttert. Alles ist gut. Ich kann schlafen gehen. Oh nee, die wachen bestimmt wieder auf oder holen mich aus dem Schlaf. So wie sie es immer tun. Ist noch nicht einmal pinkeln gegangen, seit wir das hier machen. Ich wundere mich nur. Ich wäre schon 5-mal da gelandet. Mindestens. Die isst ja auch selber nichts. Sie träumt wieder von ihrem Vater diesmal. Ich hab dir gesagt, es ist einfach, nicht wahr? Oh, sie hat mit ihm gemalt. Verstehe. Es macht Spaß. Tja, da sollte es auch machen. Weißt du, wenn ich mich überarbeitet fühle, dann denke ich mir einfach Dinge aus, die ich malen könnte. Und so kann ich an den schlimmsten Tagen etwas tun, um den Tag besser zu machen. Werde ich jemals so gut wie du sein im Malen? Könntest du natürlich. Aber du könntest auch einfach was anderes machen. Alles sein, was du willst. Okay, es gibt was Wichtiges, was du über das Malen wissen musst. Wenn du einen Fehler machst, dann kannst du einfach drüber malen. Aber wenn du so und so viele Male drüber gemalt hast, dann ja, sieht das danach halt nicht mehr gut aus. Also stell sicher, dass du alles gleich richtig machst. Nimm dir Zeit dafür, sodass dein Gemälde nicht ruiniert wird. Ich mag diese kleinen Flashes von einem Albtraum quasi. Sie bangen wieder an die Tür. Damn, Alter. Das ist das zweite Mal in der Reihe. Sind sie immer noch sauer? Ich weiß nicht, ob ich den diesmal essen machen sollte. Das Ding ist, ich hab dann halt auch bald irgendwie nichts mehr. Mal schauen, was sie sagen. Oder tun. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß, Food ist das Einzige, was sie jetzt möchten, aber ich meine, es beruhigt sie auch. So viel, wie sie schon gegessen haben. Was soll ich machen? Go back to bed. Ich will ein bisschen, dass es eskaliert. Einfach, weil mich interessiert, was geschieht. Ich glaube, ich gehe mal. Ich kann nicht. Ich kann es ihnen nicht geben. Ich tue einfach so, als hätte ich sie nicht gehört. Das wird jetzt immer krasser, ey. Holy shit. Eigentlich möchte ich das. Das finde ich eigentlich am interessantesten. Okay, sie wacht auf und muss ihnen jetzt halt irgendwie Frühstück geben. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wie viel ich übrig habe. Ich muss später zum Markt. Und ich hoffe, dass es dort Fleisch geben wird. Das, was sie am meisten sättigt. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich will gerne hier mal speichern. Ich kann das einfach so machen, oder? Ach, sehr geil.
Ja, okay. Wenn ihr das weitersehen wollt, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es halt einfach auch ja, abwechslungsreich zu dem, was wir sonst so haben. Wenn ihr Bock habt, dass ich das weiterspiele, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, wie gesagt, oder gerne in einem Kommentar. Falls ihr irgendwelche Hinweise habt, dann auch gerne unten rein. Ich weiß, viele von euch haben das gesehen, kennen das vielleicht bereits schon. Jedenfalls, lasst es mich wissen und vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.